Sage diese Worte, damit er sie zurückkommt. In diesem Video erkläre ich dir, wie du dein Ex zurück manifestieren kannst, mit welchen Worten du ihn oder sie wiedererobern kannst. Achtung, die Worte werden dich überraschen und das Lustige und Wichtige ist, sie werden ja auch deinen Ex überraschen. Und bei wem funktionieren diese Sätze bzw. diese Worte nicht? Ganz wichtig, raus sind, wenn der Ex wirklich keine Gefühle hat, wenn wirklich die Tür zugeschweißt ist und einfach nichts mehr geht und der weiter ist. Wenn du hier dir unsicher bist, was der Fall ist, hol dir gerne einen erfahrenen Coach an deine Seite, damit du deine Chancen einsortieren kannst. Wann funktionieren diese Sätze sehr gut? Wenn ihr wieder regelmäßig Kontakt habt, aber es irgendwie nicht weitergeht. Achtung, wenn ihr noch keinen Kontakt habt, brauchst du eventuell erst eine Kontaktsperre. Dazu mache ich übrigens immer wieder Videos, abonniere also diesen Kanal, damit du davon keine verpasst. Und eventuell musst du auch erst eine Aufräumaktion machen, findest du in meinem Extra-Buch, wie das geht, damit überhaupt ihr wieder einen flüssigen Kontakt habt. Aber wenn ihr einen habt und es irgendwie so richtig weitergeht und du schon Angst hast, dass es Richtung Freundschaftszone geht, dann sind diese magischen Worte genau die richtigen Ansätze. Wenn ihr also Kontakt habt, wann nutze ich diese Sätze in dem Coaching auch? Wenn ihr in einer Freundschaft seid mit dem Ex und irgendwie kommt es nicht zur richtigen Beziehung, ihr trefft euch, aber es geht nicht richtig weiter. Wenn ihr regelmäßig schreibt, aber er versetzt sich immer wieder, sagt Treffen kurzfristig ab. Was sind dann also die Sätze, die Reaktion, die du zeigen solltest? Und ganz kurz, bevor du diese Sätze sagst, zählt übrigens immer dein Verhalten. Dieser leichte Rückzug, dieses den Ex auf Entzug setzen, um seine Aufmerksamkeit in der Richtung zu schärfen, ist ganz wichtig. Und auch Achtung, habe da keine Angst. Wenn du dich zurückziehst, gibt es 4 Reaktionen, die klassischerweise kommen vom Ex, die dich nicht erschrecken dürfen. Erstens fragt er nach, wie es dir geht und er bemüht sich um dich und wird ganz lieb. Das ist doch schön. Zweitens, deine Ex wird zickig. Sie fragt, warum nicht mehr antwortest und was das Ganze soll. Das ist schon nicht mehr so schön. Oder sie werden richtig sauer. Oder viertens, sie ignorieren und blockieren dich sogar. Das darf dich irritieren. Wir haben keine Chance, mit den richtigen Sätzen ranzukommen, wenn ihr noch überhaupt nicht dort seid, wo eine gute Kommunikation läuft. Das kann man alles erreichen. Wichtig, lass dir davon nicht dein Glauben an Ex zurück versauen. Gerade bei der zweiten und dritten Situation, das heißt, hey, warum sagst du nichts? Der Ex oder er wird richtig sauer, ist es wichtig, dass du mit diesen Sätzen reagierst. Achtung, darauf wartet eine Falle, auf die ich auch schon vorbereiten möchte. Die Falle ist nämlich, dass der Ex so positiv von dir beeindruckt ist, dass er ganz kurz anfängt, liebe Sachen zu sagen oder dir wieder Hoffnung macht und du denkst, oh, es geht in die richtige Richtung und wirst zu schnell zu weich. Das darf dir nicht passieren, okay? Also, wenn er sauer ist, brauchen wir folgende Formulierung vorneweg. Entschuldigung, unschuldig machen. Unschuldig machen ist ultra attraktiv. Sorry, ich war landunter. Entschuldigung, ich hatte einfach die Tage wirklich in die Ohren. Ich hatte immer gehofft, dass das okay für dich ist, dass ich gerade ein bisschen wegbreche. Dieses hatte gehofft, dass ich wegbreche, etc. Baut eine Brücke von Verständnis, Vertrauen und Gemeinsamkeit. Die Person in dem Moment, der Ex in dem Moment, nimmt das und denkt sich, stimmt, wir sind ja Ex, wir sind ja jetzt, aber wir kennen es noch gut. Also reagiere ich natürlich mit mehr Verständnis. Wenn das nicht nötig ist, weil er nicht sauer ist, sondern gleich lieb, sich öffnet und wieder offener ist, geht's hier weiter. Nummer 2 oder der erste, wenn alles nett ist, ein Tun-Kompliment. Tun-Komplimente sind nicht, du siehst gut aus, das ist ein Sein-Kompliment, sondern ein Tun-Kompliment wie, es ist nett mit dir zu schreiben, es ist mal so kurzweilig mit dir zu schreiben oder ich habe immer gemocht, dass du so nett schreibst. Irgendetwas, wo du ein Kompliment dafür machst, dass die Person etwas gut macht. Achtung und danach die Lücke. Denn dann kommt erst der Entzug, wo der Ex sich fragt, gibt es noch mehr von dieser kleinen, netten Süßigkeit? Es gibt ein Foto und ich schreibe, schön fotografiert, hast du das gemacht? Schöner Winkel, schönes Licht, irgendetwas, was nichts mit dem Ex zu tun hat. Aber etwas Süßes ist, was den Ex erreicht und danach die Lücke. Dritter Punkt, trau dich in eine Konfrontation zu gehen, vielleicht mit einem kleinen Dämpfer. Ja klar, verstehen wir uns gut. Natürlich ist es nett, dass wir wieder sprechen, mal wieder schreiben. Wir waren ja auch lange zusammen, wäre ja komisch, wenn nicht. Dass du das im Grunde genommen runter machst und sagst, es ist nichts Besonderes, dass wir uns gut verstehen, wir waren doch mal zusammen. Indem du das klein machst, von oben drauf schaust und denkst, ist nichts Besonderes, hast du einen mikrokleinen Dämpfer reingebaut, der nicht so punchy ist wie du Blödmann, aber trotzdem den Ex dahin bringt, wo er sich denkt, ach so,
Es ist so nett mit uns, wir quatschen so gut, wir sind so vertraut, weil wir halt zusammen waren. Sonst nichts. Sonst nichts ist das, was nachschwingen muss, wenn du den hier ankommen sehen möchtest. Und der vierte, der mir besonders viel Spaß macht, ist Angriff bzw. den Spieß umdrehen. Zum Beispiel, ich finde es gerade gut, dass jeder etwas für sich Zeit hat. Wann bringe ich den? Zum Beispiel hat die Person dir das Treffen wieder abgesagt und gesagt, du, tut mir leid, am Samstag, am Sonntag, am Montag kann ich doch nicht. Wie häufig habe ich da die Fragen von euch bekommen, was schreibe ich dann? Und hier kriegst du eine von meinen Lieblingsantworten. Nee, ich finde es auch gerade gut, dass jeder mal endlich etwas Zeit für sich hat. Ich finde es gut, dass wir diese Freiheit haben, uns kurzfristig abzusagen, weil wir uns so gut kennen. Genieß dein Wochenende, mach die nächste Woche für dich. Diese Leichtigkeit ist für den Ex super überraschend. Das ist hohe Kommunikationskunst, dass du eine Absage auf diese Art und Weise derart positiv und gekonnt einfängst und drüber stehst. Drüber stehst, Ex zurück, du der so viel will hier unten schwer. Du stehst drüber, das sind die Reize, die deinen Ex signalisieren, fast schon alarmieren, dass du jetzt ein neues Level an Entspanntheit, cool drüberstehen und Attraktivität ausstrahlst. Genau das will ich für dich. Kannst du übrigens auch, falls ihr euch hier verirrt habt, machen, wenn deine Beziehung noch hält, aber ein bisschen durch eine schlechte Phase läuft oder du bei frischen Dates noch nicht ganz angekommen bist. Ich hoffe, dass du mit diesen Tipps nicht nur dir hilfst, sondern auch Freunden und Bekannten, die an dieser Stelle teilweise haken oder den Leuten absagen oder wo der Ex-Freund, die Ex-Freundin einfach nur zur Freundschaft, aber nicht zu mehr zurückkommen. Einen Lieblingssatz habe ich übrigens noch für euch, den ich natürlich unbedingt mit euch teilen möchte. Gerne das Video auch mit Leuten teilen, die das, wie gesagt, gut gebrauchen können. Und zwar, wenn du mit dem Ex so wieder so am Machen und Schreiben bist und er ein bisschen böse reagiert oder sauer reagiert oder an irgendeiner Stelle dir das Gefühl gibt, dass das nicht gut ist, was du tust, habe ich noch Folgenden für dich. Und achte auf die Energie, die hinten dran ist. Oh je, ich wollte dir eigentlich auf keinen Fall irgendwie Hoffnung machen, wir sind doch jetzt getrennt. Vielleicht sollten wir uns auch einfach nicht mehr treffen, unterhalten oder schreiben, weil ich möchte dich einfach auf keinen Fall verletzen. Es wird mir echt leid tun. Boom! Genieße, was das in der Psyche mit deinem Ex macht und dreh den Spieß um. Das war ja hier unser letzter Punkt. Weißt du nicht, in welcher Variation du diese Worte genau auf deinen Ex anwenden solltest oder kommst du irgendwie mit den Worten nicht so ganz an ihn ran, dann zögere bitte nicht, die Unterstützung bei uns erfahrenen Coaches zu holen. Dafür sind wir da, genauso wie in dem Buch Ex zurück, du genau weitere Unterstützung bringst, damit du so wirkst, dass diese Worte auch genau die Zuckerschicht auf einem tollen Kuchen sind, die der Ex einfach verschlingen wird. Viel Spaß, viel Erfolg, dein Beziehungscoach und Date Dr. Emanuel.